Gerade als alle Hoffnung verloren schien, erwachte der König und bannte Krokus grausame Armee. Ich dachte, es wäre alles vorbei. Lilis Anweisungen waren klar. Finde den heimtückischen Hexer und lass ihn bezahlen für die beinahe Zerstörung des Königreichs. Sie wird die erste Ritterin seit langer Zeit sein, die das Ödland betritt. So, damit willkommen bei einem Part zu Blossom Tales, The Sleeping King. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben im letzten Part da aufgehört bei diesem Eistempel, wo noch irgendwas sein muss, weil da sind ja diese zugefrorenen Eisblöcke und die werden wir jetzt mit unserem Eismedaillon, mit unserem Feuermedaillon wegschmelzen und da gleich mal checken, was da drinnen so los ist. Jo. Los geht's, Lilly. Rein mit uns. Ui, ui. Ein Schieberätsel. Na, sehr cool. Also nicht cool. Ich glaube, wenn ich den einen da unten als Wand nehme, ja. Das müsste gehen. So, jetzt schiebe ich den rauf. Jo. Jetzt nach links, genau. Und mit dem linken mache ich das auch nochmal und das müsste so passen. Ja, und das passt auch. Yeah. Und da oben ist eine Kiste. Was gibt's denn da? Herzteil? Nö, eine Glühbirne. Das Amulett fühlte sich warm an und verströmte Kraft. Die Kenntnis um den Feuerballzauber erblühte im Kopf unserer jungen Ritterin. Ich stehe auf Feuer, Opa. Ein neues Medaillon. Auch mit einer Feuerkraft. Puh. Und er schießt lauter Feuerbälle, okay. Coole Sache. Aber ich habe keinen getroffen. Ich glaube, ich bleibe trotzdem beim anderen Feuermedaillon. Weil es passiert mir ganz oft, dass ich umzingelt bin von Gegnern und das ist das cool, dass das Feuer, das normale Feuermedaillon, was wir im Frostwurzschrein bekommen haben. So, jetzt schaue ich noch zum Dr. Zombies. Warte, war da nicht? Der ist da unten. Und gebe ein paar von meinen Gehirnen ab, weil ich habe ganz viele. Da bitte, ich habe noch ein paar Gehirne für dich. Gib mir Money. So, wie viel habe ich noch? 47. Gebe ich ihm noch einmal 20? Ja, bla bla. So. Und jetzt schaue ich nochmal in den Shop. Ich weiß jetzt... Oh, da ist er nicht. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, ob wir in Pinienzapfingen schon ein Energieteil oder ein Herzteil gekauft haben. Da müsste ich jetzt nachschauen in den alten Parts und der hat immer noch nichts Neues. Und ich glaube, wir haben da noch nichts gekauft. Ich weiß nicht. So, ich gehe zurück nach Winterthau und werde mich in Nordblüten ein bisschen umschauen. Weil da hat es noch... Da hat es dieses Rätsel gegeben mit dem Moosranken, das wir noch nicht gelöst haben. Und wir haben in dem ganzen Nordblütenbereich sowieso noch nicht alles gesehen. Und deswegen werden wir da jetzt eine kleine Erkundungstour machen. Genau. Das müsste eigentlich schon die Höhle sein. Ja, und das sind auch schon die Ranken. Die können wir jetzt mit unserem Feuermedaillon wegbrennen. Und dahinter sieht man diese schönen Labyrinthwandmalereien. Yeah. Da kriege ich gleich gute Laune. Nicht. Weil, wenn ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Parts haben wir auch so ein Wandmalereien-Rätsel gehabt im Eisgebiet. Und das habe ich einfach überhaupt nicht gecheckt.
Aber. So oben. Aber. Ich glaube, dass das anders ist. Weil ich jetzt einfach alle Wandmalereien von vorne sehe. Nur von einer Richtung aus. So, der ist unten. Oben, rechts, links, unten. Okay, oben, rechts, links, unten. Oben, rechts, links, unten. Ja, passt. Die waren, also ich habe das jetzt von rechts nach links gemacht und auf der Oberwelt quasi auch das rechteste genommen, das war eben das nach oben. Dann das zweitrechteste und so weiter. Und genauso habe ich es jetzt da unten gemacht und das ist ohne Probleme gegangen. Passt. Ein Herzteil mehr. Wenn wir die ganzen Pilze da einsammeln, dann können wir uns auch bald wieder eine Pilzsuppe holen. Können wir uns sogar schon holen. So, da waren wir noch nicht, glaube ich. Geld ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Jetzt sind wir schon so weit im Spielverlauf, dass wir einerseits eh genug Geld haben und auf der anderen Seite brauchen wir es einfach auch nicht mehr. Weil ich habe genug Heiltränke, ich habe genug Blumen, ich habe genug Materialien, Sammelgegenstände. Ich brauche nichts mehr kaufen. So. Trotzdem werde ich immer noch weiter schauen, ob ich Bodenlöcher, also Erdlöcher finde. So ist auch wieder nicht, dass ich blind herumlaufe. Aber das Geld lasse ich halt liegen, ab und zu. So, da waren wir jetzt. Jetzt müssen wir noch nach rechts und nach unten. Und oben waren wir auch noch nicht. Und da oben war auch was. Nur komme ich da nicht hin, weil ich auf der falschen Ebene bin. Da war ein Stein da rechts oben. Jetzt schaue ich, ob ich da... Muss ich ja irgendwie... Ja, da komme ich eh auf die Ebene. Und jetzt muss da dann nur noch nach rechts gehen. Hin zum Stein. Was wird dort drin sein? Ich glaube ein Herzteil oder so. Ich gehe zum Stein. So. Geht es dann auch nach rechts weiter? So, mit Rätsel? Nö, einfach nur ein Schatz. Ohne Anstrengung. Mit einem Herzteil. Geilomat. So, jetzt schaue ich da gleich nach rechts, wenn ich da schon bin. Muss auch sein, immer wieder. Und ich mache das lieber
so zwischendrin immer wieder ein bisschen, als dann zum Schluss alles auf einmal, weil das ist dann meistens so viel. Manche Spieler machen das überhaupt so, dass sie zuerst die Hauptstory durchspielen und anschließend dann noch die offenen Nebenquests machen. Oh, da ist ein Loch. Wenn wir dann auch hinschauen. Nur mein Problem ist, wenn ich zuerst die Hauptstory beende, dann habe ich nachher irgendwie keine Lust mehr, die ganzen Nebenquests zu machen. Ich weiß nicht. Es ist dann irgendwie abgeschlossen für mich und der Anreiz fehlt irgendwie, weil ich ja quasi das Ende schon gemacht habe. Deswegen mache ich das immer so zwischendurch ein bisschen und ich glaube, es ist auch ganz angenehm, weil es einfach nicht so viel auf einmal ist dann. So, die depperten Vögel nerven mich. So, jetzt schaue ich ins Loch. Dann schaue ich dann noch kurz nach unten, aber da wird dann nichts sein. Da ist nur der Ausgang vom Schloss, sage ich jetzt mal. So, aber vielleicht ist da jetzt ein Rätsel drinnen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ein Boomerang-Rätsel. Aber das ist kein Problem für die Lilly. In deiner Schriftrolle. Wenn ich doch nur auch so auf Pilzsuppe stehen würde, wie jeder andere. Die rote Sorte ist zu würzig und die gelbe schmeckt nach Schimmelkäse. Senioren sagen, die ekelhaft grüne Pilzsuppe sei gut für die Verdauung. Uah. Die lilane Sorte schmeckt lecker und lässt dein Haar dieselbe Farbe annehmen. Was irgendwie cool ist. Die temporäre Blindheit hingegen nicht so sehr. Ja, da kann ich ihr zustimmen, der Elissa. Weil Pilze, egal welche, können einfach überhaupt nichts. Die sind wabrig und komisch und schlabberig, schmecken nicht und stinken. Alles einfach. Alles schlecht. So, da ist nix, okay. Dann schauen wir noch nach oben in den Norden. Und dann müssen wir überm Schloss das ganze Gebiet eigentlich erledigt haben. Teleportstein, Blütenfriedhof, aha. Den aktivieren wir gleich. Da blühen die Kerzen. So, da geht es dann weiter nach rechts, okay. Das sind schon wieder die Gegner vom Sumpfgebiet. Und ein riesiger Friedhof. Da schon? Nein, da war ich auch noch nicht. Okay. Mit den nervigen Zwerge. So, aber diesmal gut ausgewichen. Vielleicht ist da irgendwo so eine Statue noch. Wir haben ja schon in ein paar Bereichen so eine versteckte Statue gefunden. Aha. Okay. Und da hat man sich auch bei so Bäumen oft vorbeischummeln müssen. Okay, da geht's überhaupt nicht weiter. Da ist was. Da unten ist nix, komme ich auch nicht hin. Ja, dann werden wir da jetzt gleich reinschauen. Geht's auch nicht weiter, okay. So, die Gegner lasse ich einmal. Hoppala. Das war mein Handy. Ups.
So, was ist da drinnen? Eine Höhle? Mit Mäusen? Oder Ratten? Ich glaube, es sind Ratten, weil sie haben nackige Schwänze. Und jede Menge von Fledermäusen. So, da geht's nur nach links. Autschi. Au, ups. Ja, ungeduldig. Lili, Ungeduld ist keine Tugend. Und da ist eine Kiste. Mit einem Ring. Lili entdeckte einen mythenhaften Ring, der seinem Besitzer erlaubte, spezielle Items herbeizuholen. Sehr cool. Ja, der ist cool. Und herbeizuholen bedeutet in dem Fall, der wirkt irgendwie wie ein Magnet auf zum Beispiel Geld, das herumliegt, oder Herzen oder Sammelgegenstände. Und die werden automatisch angezogen. Da oben liegt einer, ich zeige euch das gleich. So, und der kommt jetzt automatisch zu mir. Das ist ganz cool, erspart ein bisschen herumgelaufen. Cool. Jo, und der Ring ist auch automatisch ausgerüstet, also das ist auch cool. Muss ich nicht auf einen von meinen drei Punkten legen. So. Dann, Mann. Gacki Zwerg. Immer wischen mich die. So, da ist aber auch nichts mehr. Dann werde ich mal in dem Part noch, das sollte sich noch ausgehen, den Friedhof anschauen. Und da muss ja irgendwas versteckt sein. Das gibt es ja sonst gar nicht. Doch geldgierig. Kann man wahrscheinlich bomben. Ja. Und es kommen Zombies raus. Ups. Ja, mit seiner anderen Farbe, oder? Die Zombies. Und die Maisgebiete waren so bläulich. Und auch das Skelett schaut anders aus. Weg mit dir. Kann man da graben? Ah, da oben kann man schon, ja, aber. So, auch wenn es lang dauern wird, ich werde da alles wegbomben. Weil es kann sein, dass sich unter irgendeinem Grabstein was verbirgt. Und ich will ja nichts verpassen. So schaut's aus. Na, 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 na. Ich bin ein Grabstein. Na, 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 na. So, weg mit euch. Autsch. Autsch. Jetzt hör halt mal auf. Du Saubär. So, da haben wir ein paar Erdlöcher. Große Statue, kann man die auch bomben? Nein. Daneben. Das war falsch. So, ich kann diese komische Tafel da nicht lesen. Warum auch immer.
Schaut für mich sehr danach aus, dass man die lesen kann. Vielleicht kann man es wegbomben. Auch nicht. Wie kommt man da rein? Nebelattacke vielleicht. Oder Feuer? Nein, das geht auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es unter irgendeinem Grabstein einen Schalter oder so. Wobei, Schalter hat es in dem Spiel noch gar nicht gegeben. Ich weiß es nicht. Na, schauen wir mal. Da ist ja noch ein größerer Grabstein. Okay, das kann ich wegschieben. Zwei Erdlöcher. Da ist auch noch ein Erdloch. Geld. Die haben sich alle mit Geld bestatten lassen. Was glaubt haben, sie können es mitnehmen. So, ich glaube, das ist der letzte Bereich zum Bomben. Aber da ist auch nichts mehr. Da sind noch so komische Erdhügel, aber ich glaube, da ist auch nichts. Lasst mir nur dieser komische leuchtende Inschrift da oben keine Ruhe. Was ist da? Da muss ja irgendwas sein. Sprungattacke geht auch nicht. Jetzt habe ich schon alles ausprobiert. Los, Bienen! Die Bienen öffnen das geheime Tor. Ich weiß echt nicht, wie man da reinkommt, aber ich werde mich erkundigen und im nächsten Part werden wir dann da hineingehen. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.